Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Vice City in der Definitive Edition, hier beim 100% Platin Run. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Beim letzten Mal haben wir alle Autos beim Sunshine Autohaus abgeliefert. Das waren, glaube ich, 4 Listen insgesamt und wir haben sie alle geschafft. Und dafür haben wir die Trophäe Grand Theft Auto bekommen. Und zudem haben wir auch noch diese Trophäe hier geholt. Wir brauchen keine Straßen und dafür mussten wir eben die Höchstgeschwindigkeit in einem Deluxo erreichen. Das haben wir auf der Start- und Landebahn beim Flughafen gemacht. Und der Deluxo war ja die Belohnung für die erste Autoliste beim Sunshine Autohaus. Deswegen habe ich die beiden Trophäen auch kombiniert. Und somit war das ein sehr erfolgreicher Part. Ja, wir haben heute den 26.05. Heute ist Vatertag. Also an alle Väter da draußen, alles Gute an euch. Und ja, die Folge wird sowieso nicht am Vatertag hochgeladen. Aber ich wollte es nur mal erwähnt haben. Und heute werden wir mal alle Missionen beim Malibu Club machen, habe ich mir mal so überlegt. Gibt keine Trophäe, wie ich das gesehen habe, aber ist ein sehr cooler Missionsstrang und ich würde den komplett machen wollen heute, auch wenn das Video dann vielleicht ein bisschen länger wird, aber wir gucken mal. So, und ich bin hier übrigens mit dem Deluxo hingefahren. Da vorne ist das wunderschöne Gefährt, aber wir gehen mal hier rein. Ich mag die Mission im Malibu Club. Ist immer wieder ein absolutes Highlight. Ja, die gehen total ab. Ich meine, die Musik ist auch richtig gut hier, die hier gespielt wird. Also, hört ihr ja gerade. Ohrenbetäubend auf jeden Fall. Aber gut, auf zur ersten Mission hier. Keinen kommen. Tommy! Hey, Tommy, look at this. This is great. I've got us this minibar installed. We got a whole bar downstairs, Ken. Yeah, whatever. Well, I got the chalkboard you asked for. Ah, that's the benefit of a law school education. The ability to follow instructions. No, I need a safe man. Oh, all right, well, let me think. Safe. I got it. This guy will blow you away. Ah, nah, that schmuck. He's on the inside. Where inside? In a police headquarters cell awaiting transfer. I think he's about to get paroled. Befreie Cam Jones aus der Haft, okay. Ja, dieser Missionsstrang beinhaltet ja auch einen Banküberfall und das bereiten wir jetzt halt vor und stellen uns unser Team zusammen. Und was stand da gerade noch? Ich würde zumindest gerne mal vorlesen. Die Schlüsselkarte zu den Zellen befindet sich im Obergeschoss des Reviers. Ja, ich weiß ganz genau, wo die ist. Ja. Die Mission ist eigentlich relativ kurz. Das Schlimmste ist eigentlich immer die Flucht dann, wenn man hier rauskommt aus dem Polizeirevier. Ich hoffe, das gelingt mir einigermaßen, aber das werden wir gleich sehen, ob mir das gelingen wird. Ich stelle das Auto mal so hin, dass wir da gleich ordentlich flüchten können auch. Ich weiß nicht, wie man das am besten hinstellt. Ich glaube, das ist ganz gut. So, dass er eben auch gleich einsteigen kann. Ich würde sagen, so ist gut. Wehe, du despawnst. So, jetzt gehen wir rein ins Polizeirevier. Ganz wichtig ist, dass man sich eben jetzt umzieht, weil sonst wird's übel. In der Umkleide des Reviers findest du etwas Nützliches. Und hier schnarcht immer irgendwo einer oder so. Das ist ein kleines Easter Egg, glaube ich. Kann man da eigentlich auch hinter die Duschen gehen? Ich weiß gar nicht, ob ich das früher mal gemacht habe. Auf jeden Fall stylen wir uns jetzt mal um und Tommy wird jetzt einfach mal zum Supercop. Die Schlüsselkarte, ja, das habe ich gerade eben schon vorgelesen, Spiel. Aber nett, dass du es mir nochmal einblendest. Ich meine, bei meiner Vergesslichkeit ist es sicherlich keine schlechte Maßnahme, das mal zu machen. So, auch schön die Farbgebung hier der Schränke. Blau, rot, grün. Toll, toll habt ihr es hier. Wirklich sehr bunt. Public Phone. Nice Badge. Und einen schönen Coke-Automaten habt ihr auch hier. Wow. Kann man hier nicht mal ein bisschen... Ich habe auch übrigens nur noch einen Golfschläger. Also ich bin nicht so gut ausgestattet gerade. Ich kann mich hier gar nicht richtig wehren. Na, wieder Akten sortieren, oder? Ja, genau. Ja, Das Leben ist hart, ja. Wem sagt ihr das? Da ist wieder die Karte, ey. Go away.
Hä, ist da nicht normalerweise mein Bild drauf gewesen? So ein cooles Bild? Haben die das entfernt? Naja, ich habe auf jeden Fall die Karte. Ja, das ist natürlich jetzt ärgerlich mit den Waffen, dass ich keine habe. Wieso habe ich mir vorher keine geholt? Na, ich bin einfach nur vom Sunshine Auto aus hierher gefahren. Also zum Malibu Club und hab nicht dran gedacht, dass ich vielleicht keine Waffen haben könnte. Naja, wir befreien mal Camp Jones. Camp Jones? Yeah, that's me. I'm busting you out. Whatever you say. Jetzt geht's ab. Jetzt ist brutal. Aua. Au. Aua. Ich bin hier völlig falsch. Ich bin hier völlig falsch. Oh je. Bitte sei hinten drin irgendwo. Cam Jones, come on. Junge. Ich habe 6 Leben. Junge. Junge. Oh mein Gott, Leute. Was ist das für eine Mission schon wieder, Mann? Ich muss die Cops losen. Dann fahren wir doch am besten zu Pain Spray, oder? Ja, no problem, ey. Easy peasy. Och, Leute. Macht mir das Leben doch nicht schwerer, als es schon eh schon ist. Oh, yeah. Wie cool, ey. Da könnte ich nicht sowieso rüberfahren? Ich muss ihn doch sowieso rüberbringen, oder nicht? Ach, ich fahre schon mal rüber. Ich weiß ja, dass wir eh auf die zweite Insel müssen. Von daher, wäre es ja jetzt... Ich meine, ich bin in einer komfortablen Lage. Ich habe noch 6 Lebenspunkte. Von daher ist alles gut. Und deswegen brauchen wir ja gar nicht mal... Also, ich brauche ja nicht in Panik verfallen oder so. Alles wird gut. Alles wird gut! Wieso sind die Passanten besser als die Cops gerade eigentlich? Die halten mich besser auf als die Cops. Das würde mir auch zu denken geben. Aber 3 Sterne in dem Spiel, das ist einfach so, als wenn man 1 Stern hat, finde ich. Also, das ist überhaupt gar keine Bedrohung vorhanden. Ich meine, ich weiß nicht. In GTA 4 finde ich 3 Sterne wesentlich schlimmer als hier. Also, das ist halt einfach ein Spaziergang fast schon. Auch können wir uns sogar noch drehen. Perfekt. Brauche ich gleich nicht wenden, wenn wir fertig sind. So. Das lief ja eigentlich ziemlich gut. Also das Problem war halt, dass ich keine Waffen hatte. Außer den Golfschläger. Das war halt das Problem. Aber Cam Jones, wir haben es irgendwie geschaukelt. Du bist befreit und jetzt haben wir unser erstes Teammitglied. Yo, Drift! Ah, fast. Da will man einmal cool sein. Dann klappt es natürlich wieder nicht. Doing a job, and you're my safecracker. Beats losing my ass in his cell. Oh, es hat echt geklappt. Ich fass es nicht. Meine Fresse. Was ein Glück. Ja, dann würde ich aber sagen, wir müssen mal eben kurz Waffen besorgen, weil so kommen wir jetzt hier nicht weiter. Also, die nächste Mission, wobei, eigentlich brauchen wir bei der nächsten Mission gar keinen. Eigentlich brauchen wir da kein Leben, aber es schadet ja trotzdem nicht, sich mal eins, so ein bisschen was zu holen, oder? Ich weiß gerade nicht, eigentlich ist es egal. Ach komm, egal. Wir machen einfach weiter. Das wird schon. Ich werde schon irgendwo einen Lebenspickup finden können, beziehungsweise ich kann ja da auch einfach gleich speichern beim Malibu Club und dann sind wir ja auch wieder vollkommen perfekt ausgestattet. Genau, und da vorne rechts ist ja eh auch eine Schutzweste und dann sind wir wieder perfekt ausgerüstet, bis auf die Waffen halt, die wir nicht haben, aber die brauchen wir jetzt bei der nächsten Mission. Soweit ich weiß auch nicht, also wenn es die richtige Mission ist. Wenn ich die Reihenfolge da nicht durcheinander bringe. So, ach so, ich würde immer wieder hier... Ach, jetzt glaube ich eh gleich weg, das Auto. Wenn es die richtige Mission ist... Dann müssen wir gleich nämlich ein kleines Rennen bestreiten, aber ich weiß gerade nicht, ob es wirklich diese Mission ist. Aber wir werden sehen. Mal gucken. Auch cool, draußen hört man Musik, wenn man drin ist, hört man keine. Naja, nächste Mission.
Der Scharfschütze. We need a stick-up man, you know one? Hey, Tommy, this stuff keeps you sharp, man. Woo! I could be your stick-up man. Stick him up! You ain't a stick-up man, you're an idiot. Now get yourself a drink and shut up. Hey, get out of my way! Yeah, ow. Relax. Cam, what do you think? Well, the best shooter in this town is a guy named Cassidy. Is that so? Yeah, a military guy, or thinks he is. I doubt he was ever in the army, but he certainly knows how to get a hold of guns. He'll be down at the shooting range. Na, jetzt kommt die Phil Cassidy-Mission. Ich habe jetzt echt gedacht, wir müssen jetzt ein Rennen fahren, aber dann, wie gesagt, ich hab die Reihenfolge durcheinander gebracht. Begib dich nach Downtown ins Ammunition und sprich mit Phil Cassidy. Jawohl, das machen wir doch. Auf geht's. Ja, aber ist auch eine coole Mission. Und vor allem, wenn wir die geschafft haben, haben wir den Schießstand freigespielt. Dann können wir die Schießstand-Nebenmission machen. Und das muss man auch für die 100% machen. Ja, mal gucken, wie ich mich da anstelle. Auf der Konsole ist das ja immer so eine Sache mit dem Schießstand. Auf dem PC gar kein Problem, aber auf der Konsole ist es wirklich nicht zu unterschätzen. Also da habe ich als Kind damals auf der PlayStation 2 wirklich auch so ein bisschen gelitten, muss ich ehrlich sagen. Ob das jetzt immer noch der Fall ist, das wird man dann sehen. Und was ist hier schon wieder passiert? Ich kommentiere das am besten einfach gar nicht mehr. Das ist einfach grausam, was hier auf den Straßen einfach jeden Tag geschieht. Yo! Kann ich eigentlich schon zu Mitch Baker? Zum Biker Club? Ich glaube nicht, ne? Ich weiß gerade nicht, wie man den freischaltet. Ob ich da erstmal zu Larfist muss oder so. Und ich erreiche gleich das Höchsttempo, wenn ich mir den Motor so anhöre. Ich glaube, das ist sogar der Maximal Speed, aber der Wagen ist gedamaged. Kann sein, dass er den gar nicht mehr erreichen kann. Naja, egal. Jetzt darf ich nur nicht den Fehler machen, den ich schon mal in meinem Winterspecial gemacht habe und auch zuvor schon mal. Ich darf nicht in die falsche Richtung laufen. Ich werde jetzt diesmal auf die Minimap achten, damit mir dieser Fehler nicht wieder passiert. So. Schießstand. You Phil Cassidy? What? I'm looking for a man who can handle a gun. From this setup, I'm not too convinced. Son, I can shoot a fly off your head at 80 feet. Oh, really? Yeah, I learned it in the army. Fly shooting real popular in the army? Glad I don't pay tax. You trying to be funny, kid? Let's shoot! No, let's go. Ah, ich bin aufgeregt. Oh Gott. Triff innerhalb des Zeitlimits so viele Ziele, wie du kannst. Ja, ich werde mein Bestes geben. Geht dir die Zeit oder die Munition aus, ist die Runde beendet. Das naheliegendste Ziel bringt 1 Punkt. Das mittlere Ziel bringt 2 Punkte. Und das dritte, das hintere 3 Punkte. Und ich glaube, es ist gut, wenn man das erste Ziel also kaputt macht, aber nicht komplett, sondern den Kopf übrig lässt, damit man eben mehr Munition hat für die hinteren Ziele. Wenn du den Schießstand während blablabla. Ja, irgendwas, wenn ich den verlasse, ist für mich vorbei. Ah, hier. Ich mach mir hier mal ein bisschen das Leben einfacher. So. Ich glaube, das ist besser, weil so kann ich einfach mehr Punkte sammeln. Bam. So, das ist doch gut. So. Bisschen konzentrieren hier und dann wird das auch. Was? Ah, ist schon ein bisschen daneben geballert, aber das ist okay. Na komm. Na gut, dann erst dich. Von mir aus. Sehr gut, das gibt doch Punkte. Hauptsache ich gewinne das hier. Hier ein Fail würde ich mir, also, sparen. Möchte ich mir sparen. Ah, komm schon. Ach, immer diese Fehlschüsse. Ich hasse es.
Sauber. Schon 30, sehr gut. Ja. Jetzt ist die Munition nur gleich alle, glaube ich. Aber das ist okay. Shit. 13 Schuss noch. Das geht, wenn ich ein bisschen sparsamer bin. Geht noch. Jawohl. 43 Punkte. Begib dich zum... Genau, und jetzt muss man eben einfach nur der Markierung folgen und nicht wieder dahin laufen, wie ich das in meinem Winterspecial gemacht habe, weil hier ist ja die Markierung. Man sieht ja, wo man hinlaufen muss. Hier geht's auch weiter. Also das wird mir nicht nochmal passieren, dieser Fehler. Der wird mir nicht nochmal unterlaufen. So. Genau, triff innerhalb des Zeitlimits so viele Ziele, wie du kannst. Geht dir die Zeit oder die Munition aus, ist die Runde beendet. Wer hätte das denn nur gedacht? Alle bringen einen Punkt. Und hier gibt's noch dieses GTA 3 Easter Egg, ne? Das sind ja genau. Bisschen konzentrieren hier gerade. Ich will mal ein bisschen schön hohen Score hier abliefern. Alter, das war schlecht. Das war kacke. Ja. Come on. Nein. Weiter. Okay. Ich hab's jetzt schon geschafft. Begib dich zum nächsten Areal. Vielleicht schaffe ich die 100 Punkte. Das wäre doch richtig geil, oder? So. Come on. 17 Ziele treffen. Das muss doch drin sein. Ich will 100 Punkte. Komm, jetzt bin ich ehrgeizig. Alle bringen einen Punkt, wie vorhin. Aim, 3, 2, 1, fire! Ich darf aber nicht so oft daneben ballern. Okay. LOL. Okay. Das war's schon fast. Oh Gott. Okay. Ja? Nein. Nicht so oft daneben ballern. Das darf ich nicht. Ah. Okay, hab ich. Ja. 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 Mehr. Ah, shit. Komm, 96? Nein. Schaff's nicht, oder? Ha. Nein. Nein. Okay. Nur 8 Schüsse. Theoretisch wird's... Komm. 2. 1. Muss ich haben. 100, ich lasse es bei 100, komm. Lassen wir es bei 100. Das ist eine gute Zahl. Ich mag's. Area clear. Ich glaube, Phil ist beeindruckt, würde ich sagen. 83, ich finde das ordentlich, also da, es ist in Ordnung. Sprich mit Phil. Ich habe so das Gefühl, er möchte uns heiraten. Ich weiß auch nicht, wieso. So, you want to do me a favor and help me put together a job? Son, after shooting like that, if you asked me to be your wife, I'd say yes. Jawohl, das ist die Mission. 100 Punkte habe ich, glaube ich, echt noch nie erreicht. So dreistellig bin ich hier noch nie gegangen. So, ich kaufe mir mal schon mal ein bisschen Waffen, weil ich brauche sowieso welche. Och, ist ja egal, wir haben es ja sowieso, von daher. Sehr schön. Und nochmal irgendwas für unterwegs, auch für Drive-Bys und sowas. Ja, das reicht mir. So, dann würde ich sagen, da wir sowieso hier in der Nähe sind, holen wir uns hier einmal den Heli und dann fliegen wir einmal rüber wieder zum Malibu Club und dann... Dann würde ich sagen, geht's weiter. Und diesmal kommt, glaube ich, wirklich die Fahrermission. Dilit, dilit, dilit. 20 Minuten erst. Das geht doch. Also vielleicht in Richtung 40 Minuten, das wäre nice.
ist halt jetzt eine Special-Folge und so werde ich das bei den anderen Sachen auch handhaben. Also ich möchte auf jeden Fall, dass alle Missionen eines jeweiligen Unternehmens immer in eine Folge, in einer Folge untergebracht werden. Möchte ich jetzt irgendwie. Ich finde das schön, denn dann hat das so schön seine Ordnung und ja, finde ich einfach schön. Finde ich einfach schön, wenn ich das so mache. Es kann aber auch bedeuten, dass ich mal zwei Unternehmen in einer Folge zeige, wenn die halt nicht so lang sind, wie zum Beispiel der Malibu Club. Kann das auch mal passieren, aber ja. So. Der wird sowieso gleich nicht mehr gebraucht, also von daher ist es nicht so wichtig. Aber es war natürlich schön, weil wir eh in der Nähe waren. Konnten wir uns den Heli schnappen, hier schnell rüberkommen. Ich speichere hier jetzt natürlich einmal, damit das gespeichert ist halt. Ja, warum sollte man sonst speichern? Und damit wir nicht wieder komplett neu rüber müssen. So, jetzt kommt aber der Fahrer. Things are starting to come together nicely here. What's the plan, Tommy? Que pasa, amigo? The plan is you keep doing that like a moron. Anyhow, we need a driver. Tommy, I'll do it. I can drive. You want Hillary, mister. Not some smart-talking law school chump. Hillary's a real deal. You ain't never seen anyone drive so fast. I'll give him a call here. Hey, Hill. It's Phil. How's it going? No, don't talk. We'll reminisce later. You want to do me a favor? I got me a guy from up north. Oh, no, I don't think he was in the service. But he wants a driver for a bit of action. Okay, I understand. What'd he say? Well, he'll do it, no problem. Well, there might be a little problem. See, he has abandonment issues. Seems he won't work for anyone who can't beat him. Something to do with his mama. Anyway, he wants to race you first. Said he'd meet you outside. Abandonment issues? Who is this freak? Why can't I meet someone normal for a change? Okay, das war sehr, sehr leise, was Tommy gerade gesagt hat. You Tommy? Oh, of course you're Tommy. I mean, why else would anyone want to speak to me? Okay, consider it this way. I'll drive for you if, and only if, you can drive properly. Leave me alone, and I'll never forgive you. Okay, und diesmal möchte ich den Trick hinbekommen. Diesmal möchte ich den Trick hinbekommen. Weil es dann echt einen Ticken schneller ist. So, let's go. So. Die Methode erfordert ein wenig mehr Skill, weil man halt auf einem Motorrad sitzt, aber könnte sich auszahlen. Beim Weihnachtsspecial letztes Jahr hat das nicht geklappt, aber ich will es hier noch einmal ausprobieren, vor allem, weil man ja auch sicherer auf dem Motorrad ist. In dieser Version. Wow, da ist aber einer hier, ein Laternenmörder. Das ist schon mal sehr sympathisch. Also dich möchte ich jetzt noch mehr in meinem Team haben, noch eher drin haben. Solche Leute sind mir auf Anhieb sympathisch auf jeden Fall. Woo! Hi, Hill. Wow. Aber irgendwie gerade komme ich nicht so wirklich an ihm vorbei. Das ist gerade ein bisschen nervig. Aber das passt schon. Weil es gerade ja auch noch nicht nötig ist. Aber ich mach's jetzt mal. Tschüss. Woo! Solange die mich nicht vom Bike runterschmeißen, ist alles okay. Das ist gescriptet. Das ist gescriptet, auf jeden Fall. Scheiße. Ah, ja. Ja, moin. Danke für nix. Hallo? Jetzt werde ich verhaftet. Ja. GG. Alter. Was zur verfickten Hölle war das, Mann? Alter! Es ist halt einfach gescriptet. Ja, things are starting to come together, Alter. Auf jeden Fall kommen sie das, Mann. Zum Beispiel diese Polizeiautos da. Meine Fresse, ey. Wie unnötig. Aber ich werde das nicht anders machen jetzt. Also die Methode ist gut.
Ich weiß jetzt, dass die Cops da kommen. Habe ich nicht mehr dran gedacht. Mein Fehler. Von daher alles gut. Alles gut. Wo ist da? Was? Willst du mich verarschen oder was? Was zur Hölle? Wo ist das Bike? What? Jetzt will mich das Spiel aber richtig poppen. Also, jetzt wird es wirklich unangenehm. Aber Spiel, ich bestehe auf meine PCJ. So. Glaub. Ja. Okay. Ja. Ist nicht schlimm. Wir holen ihn wieder ein. Macht euch da mal keine Gedanken. Den kriegen wir noch schon noch wieder. Warum leckt das denn hier an dieser Stelle immer so? Richtig unnötig. So. Nee, hallo, moin. Ich weiß, es ist immer ein bisschen risky, wenn man hier mit dem Motorrad fährt, aber es ist geht. Wurde ich hier nicht eben aufgehalten oder so? Nee, das kommt jetzt erst. Taxifahrer, gefährlich, gefährlich. Wo ist er denn jetzt eigentlich? Sag mal nicht, der ist schon im Ziel oder so. Ey, dann drehe ich aber durch hier langsam. Ey, das wäre so ein Fail. Dann beim nächsten Mal nehme ich das Auto. Dann ist mir das auch egal, aber... Vorsicht! Hä, und jetzt kommt nur einer, oder was? Dann war das gerade ja Zufall, dass das passiert ist. Ey, wo ist Hillary? Hillary! Als ob der so weit ist! Niemals! Ne. Ne. Niemals ist der so weit. Nein! Mann! Der willst du mich doch verarschen, Mann. Das gibt's doch nicht. Ja, möchte ich. Bitte. Lad es bitte. Meine Fresse ist unnötig. Ich bleib im Auto jetzt. Mir egal. Ja, die come together allesamt hier. Wow. Ja, man hört überhaupt nicht, was Tommy sagt, weil es so leise abgemischt ist. Was ist das für eine Grütze? Meine Güte. In so einer Pissmission. Ich bleib jetzt wirklich im Auto. Es war eine coole Idee, aber es soll nicht sein. Was natürlich auch daran lag, dass hier keine PCA 600 waren. Lass mich raten, Leute, jetzt steht sie da natürlich. Nö. Steht sie nicht. Na gut. Ah. Ciao. Dann machen wir es halt auf die normale Art und Weise. Ich wollte es mal ein bisschen anders machen. Ist mir jetzt nicht vergönnt gewesen. Das ärgert mich dann halt immer wieder. Solche Sachen. Weil ich einfach mal ein bisschen was anders angehen möchte. Um es auch für euch ein bisschen interessanter zu gestalten. Weil es vielleicht mal nicht der normale Weg ist, wie man das löst. Und dann kommt so eine Kacke bei rum. Es ist jetzt, hänge ich hier seit 10 Minuten gefühlt in dieser Mission. Es ist einfach nur eine Zeitverschwendung gerade. Ist egal, weil die Folge sowieso so lang wird, wie sie lang wird, bis ich hier alles fertig habe, aber ja, es ist einfach unnötig, in so einer leichten Mission zu failen. Jetzt auf einmal wieder, ne? Ihr könnt euch auch nicht entscheiden, ob ihr jetzt zu zweit gegeneinander prallt oder ob da nur ein Dulli von der Seite kommt. Ey, das ist auch so random teilweise. Ja, hätte ich natürlich von Anfang an so machen können, aber ich finde es halt ein bisschen langweilig so. Das ist meine Meinung halt. Wenn man schon öfters gespielt hat, dann automatisch versuchst du Dinge mal ein bisschen anders anzugehen und ist dir dann wieder nicht vergönnt, aber gut. Wir machen den Dulli-Weg hier, den normalen Standardweg. Ist okay. So, und das ist das Ziel. Okay, I'll drive for you, but please treat me bad. Das lässt sich einrichten. So, jetzt geht's auf zum Überfall. Ich speichere noch einmal und dann gehen wir den mal richtig an hier. Mann! Es ist frustrierend, wirklich. Es ist extrem frustrierend gerade.
Dass ich die Mission zweimal gefailt habe, ist extrem frustrierend gerade. Es ist schwer zu verarbeiten gerade für mich. Nicht in Vice City. Nein, 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 GTAs wäre es mir egal, aber hier bei Vice City habe ich mittlerweile gar keinen Bock mehr so richtig auf Fails. Es gibt mal lustige Fails, das waren einfach unnötige Fails. Naja, weiter geht's. Der Coup. As you can see, gentlemen, this is going to be the easiest buck we ever made. Tommy, seriously, you gotta consider going into law. What the hell are you smoking, man? This ain't no simple plan. Well, who needs a simple plan anyway? Take communism. Now that was a simple plan. Didn't do Russia any favors, huh? Calm down, all right? With a team like this, it's gonna be no problem. We got Cam on safe. Phil, you and me will handle security. And Hillary will drive the getaway car. aren't you forgetting somebody? Somebody who helped you to no end in this town? Somebody Ken! Like... Ken, that's right. Ken here, he washes the money for us. And he keeps the drinks on ice. I don't understand what I'm supposed to be doing here. Look, it's easy. Haven't you ever seen a movie? We walk into the bank. We wave the gun around and leave very rich men. I'll drive. Great! A passenger! Wait till I tell the group about this. Ja, das ist meine Crew. Das ist meine Crew. Meine tollkühne Crew, ey. So, rein da. Komm, Hill, steig ein. Tommy, Hillary's taking up too much room. I am not! You jerk! R2! Hey, shut up, you two, or you can get out and walk. Yeah, Hillary. Ach, ich mag die Mission, aber das ist schon so ein Highlight von Vice City, ein absolutes Highlight. Ich meine, jeder Heist ist ein Highlight in den GTA-Teilen. Deswegen, ich muss nur gleich auf eine Sache achten, dass ich eben mal nach links und rechts gucke, bevor ich die Straße überquere. Das ist ganz, ganz wichtig in dieser Mission. Daran sind schon einige und etliche Leute gescheitert und ich werde diesmal zusehen, dass mir das nicht passiert, denn es ist mir schon passiert in der Vergangenheit. Gibt es auch auf YouTube zu sehen, auf jeden Fall. Ah. Ja, es ärgert mich immer noch mit diesem... Es ärgert mich immer noch mit... Wieso guckt die Waffe eigentlich durch die egal. Definitive Edition ist es einfach. Driving around the block, okay? Okay, Tommy, okay. So, jetzt kommt die gefährlichste Stelle der ganzen Mission. Passt auf, Leute, die Straße. Es kommt kein Auto. Es kommt kein Auto. Okay. Jetzt hier aufpassen. Achtung. Es kommt ein Auto. Warte, warte. Halt. Stopp, stopp, stopp. Ja, danke, danke, danke. Und rein. Beziehungsweise hier in die Markierung rein. Schön mit der Hannibal Lecter Gedächtnismaske. Und jetzt geht's rein. Let's go, Leute. Gehen wir's an. This is a raid! Nobody move! Everybody up against that wall! Phil, hold down the fort. Wilco, roger that! Come on, Cam, the vault's upstairs. Wie ist er auf den Tresen gekommen auf einmal? Tommy? I'm gonna beat you to a pulp, boy. Was? Also solche Sprüche würde ich nicht droppen, wenn ich hier ausgeraubt werden würde oder als Geisel gehalten werden würde. I mean so, moin moin. Hier gibt's eine Schutzweste, ne? Aber ich hab ja fast volle, also ist alles gut. Hi? Ach, dich brauchen wir gleich erst, okay. Ja, dann lass uns nach oben. Hier sind, glaube ich, auch nochmal zwei. Und da kommt auch nochmal einer aus der Ecke. Hey! Junge, Junge, Junge.
Oh nein. Hallo? Hallo? Wow, er visiert nicht an. Das ist ja wieder traumhaft. Wow, ein Flange 9000. Oh nein! Alles nur nicht das. Damn! It's a Flange 9000. This could take hours to crack. Or 5 minutes if you could find a manager. I'll go find where he's holed up. Ja, gucken wir mal, wo er sich verkrochen hat bei dieser Flange 9000. Ja, der bereitet mir schon, seit ich Vice City das erste Mal gespielt habe, Kopfzerbrechen. Man sieht es einfach. Also, man erkennt sofort, dass das ein Flange 9000 ist. Ah, Mist. Wäre es ein Flange 8999, wäre alles in Ordnung, aber 9000 ist einfach... Bill, think's so sweet? Sure, everything's real quiet. So, Manager. Oh, ich hab... Ja, Schutzweste kann ich ruhig mitnehmen, die war ja fast aufgebraucht. You, you're coming with me. Okay, okay, just don't shoot. So. Ich möchte mal mit dem Golfschläger gleich eine coole Angriffspose sehen, deswegen nehme ich den jetzt mal. I said nobody move! Alles in Ordnung da unten, Phil, oder? Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Wieso grinst der eigentlich so komisch? Sag mal. Ja. Du hast eine wunderbare Kauleiste, muss ich sagen. It's on a time lock. You might as well give up now. Hell, I can bypass the time lock. Then we just need your key code and we're good. Stay here. You try anything and you're dead. I'm gonna check on Phil. I'll be right back. Okay. So. Jetzt geht's ab. Woo! I told you not to touch that alarm! The SWAT team will be here any minute. I could do with some help here, Tommy. Vice City SWAT. You are completely surrounded. Surrounded? They're prepping themselves. The rotten bastards. Tommy, the vault's open. Okay, we got the SWAT retirement fund. Let's get out of here. Okay, you asked for it. You had your last chance. They're storming the place. Take cover! Yeah. Wow. Hi. Hallo? 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 Alter, ich bin hier total angegriffen. Normalerweise müsste Phil mit denen komplett klarkommen. Hallo? Hallo? Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich bin tot! Was? Was? Das ist mir noch nie passiert in dem Raum! Was? Und ich fange bestimmt wieder da an und muss wieder rüberfahren. Ey, das ist so ein Kack-Checkpoint. Leute, wieso setzt ihr den eigentlich so beschissen? Oh mein Gott, das ist mir noch nie passiert an dieser Stelle. Ohne Scheiß, das ist mir noch nie passiert. Ich wusste gar nicht, dass man da sterben kann. Das ist ja bitter. Wow. Holy shit. Das ist mir echt noch nie passiert. Also ich habe nicht mal gewusst, dass man da sterben kann, weil normalerweise macht Phil die da alle platt. Weil er halt ein mega guter Schütze ist. Normalerweise trifft er die alle. Wow. Na gut. Es soll einem ja auch nicht so einfach gemacht werden. Also normalerweise ist für mich das Schwierigste immer, wenn man da rauskommt und den Überfall gemacht hat, dass man da auch nicht wegkommt. Aber gut. Alles klar. Ist in Ordnung. Also so ein Fehl, das finde ich ja noch witzig einigermaßen. Auch wenn ich das ein bisschen komisch finde, dass ich da jetzt gestorben bin. Aber das mit dem Fahrer war halt eine richtige Grütze. Aber das ist noch einigermaßen lustig. Ich bin vorher ausgestiegen. Oder war das normal? Okay, Tommy, okay. Ich habe nämlich auf die, hab nämlich Dreieck gedrückt. Ich habe keine Ahnung. Ob er deswegen vielleicht früher ausgestiegen ist als zuvor, aber keine Ahnung. So, Straße, Achtung. Ich muss immer wieder Schülerlotse spielen. Stopp, stopp, stopp. So, alle über die Straße, alle über die Straße. Vorsicht, Cam. Vorsicht. Und jetzt rein, komm. So, wir sind ready. Das Problem ist, dass es immer so lange dauert dann, ne? Oh Gott.
Es dauert einfach immer so lange. This is a raid! Nobody move! Everybody up against that wall! So, let's go. Komm, überspringen, überspringen, ich will weitermachen. Der steht halt jedes Mal auf dem Tresen. Das ist halt echt so gewollt. Das ist sehr unglaublich. Ist das eine Ego-Waffe? Ja. Na gut. So, perfekt. Und wieder 12 Rüstung verloren. Wieder mal. Na egal. Lalalala. Peng, 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 peng. The Flange 9000. Kommt jetzt. Wieder. Wie spät ist es eigentlich? 5 vor unsichtbar scheinbar. Ah ja, okay. Damn, it's a Flange 9000. This could take hours to crack. Or 5 minutes if you could find the manager. I'll go find where he's holed up. Ich find den Managa. Ich find ihn. Bruder. So. Bill, things still sweet? Sure. Everything's real quiet. You, you're coming with me. Okay, okay, just don't shoot. Just don't shoot. Und das sagt er, während er diese Smile-Face einfach hat. Es ist einfach, einfach toll. Nobody move. So, jetzt diesmal meine ich es richtig ernst. Jetzt wird's richtig bedrohlich. It's on a time lock. You might as well give up now. Hell, I can bypass the time lock. Then we just need your key code and we're good. Stay here. You try anything and you're dead. I'm gonna check on Phil. I'll be right back. So, jetzt die Frage, wie mache ich es am besten? Ich muss einfach in Deckung gehen, das ist alles. Einfach in Deckung gehen und Phil macht das schon. I told you not to touch that alarm. The SWAT team will be here any minute. I could do with some help here, Tommy. Light City SWAT. You are completely surrounded. Surrounded? They're crapping themselves. Corrupt bastards. Tommy, the vault's open. Okay, we got the SWAT retirement fund. Let's get out of here. Okay, you asked for it. You had your last chance. They're storming the place. Hey, cover! Ja, Moment. Jetzt hier in Deckung und dann ist alles gut. Oh, sorry. Boom. Boom. Wo ist er? Haben wir sie endlich? Wo ist der letzte? Ich werde immer noch angegriffen. Ah, gut, lass uns mal raus. Ach, dieser Überfall ist einfach nur geil. Ich weiß auch nicht. Chaotisch wie eh und je hier. Hey guys, get in! I got you covered. Rest in peace, Hillary. Oh, jetzt habe ich da einen Platten reingeballert, Mann! Warum kriege ich hier die ganze Zeit Schaden? Ich habe Pfiffer. Weg! Oh Gott! Deswegen! Er war nicht tot! Ich habe ihn nur so verloren! Weg! Jetzt ist er tot. Ach so, ich habe ihn nur so verloren. Okay, das ist okay. Cam ist tot. Es ist okay. Es ist okay. Komm! Phil? Phil? Runter! Komm, Phil! Du bist der Allerbeste! Du bist der Allerbeste, der Allergrößte! Ich habe immer Angst. Ich denke immer, mit verloren meinen sie, er ist gestorben. Aber ist er ja gar nicht. Ich habe ihn nur aus den Augen verloren. Das meint das Spiel damit. Also noch mehr getrollt werden kann man von Rockstar auch kaum. So, Cam darf ja sterben. Dafür kriegen wir mehr Geld jetzt. Ist natürlich schade. Rest in peace, Hillary und Cam Jones. Also, Cams Tod ist ja wirklich optional. Man kann ihn auch wirklich lebendig ins Ziel bringen. Aber ist jetzt auch egal. Und ich glaube, die ballern uns trotzdem an, obwohl wir gerade so gesehen keine Sterne haben, oder? Ich glaube schon. Irgendwie so war das, aber egal, die werden gleich verschwinden und dann haben wir es.
Mein Gott, ich fall jedes Mal wieder drauf rein. Ich denke jedes Mal wieder, ey, Phil ist gerade gestorben. Aber der hat sogar eine Explosion ausgehalten. Also der ist wirklich zäh. Und dafür haben wir jetzt einen optionalen Cam Jones Dialog, dadurch, dass er eben gestorben ist. We made it! We're rich! Rich! Hey, Cam didn't make it. He was a good guy. Yeah, still, more for us. Damn straight! Yeah! Tommy, would you like a massage? Well, hi there, Mercedes. Yeah, I'm a little tense. What'd I tell you, Tommy? What'd I tell you? Fence, what better watch out when Ken Paul is in town? Come on, give me a bigger slice, mate. Come on, I gotta get some new friends. Oh ja. Der Malibu Club generiert ab jetzt Einkünfte von bis zu $10,000. Hol dir das Geld regelmäßig ab. Was stand da gerade? Bankmission erfüllt oder was? Bankmission erfüllt. Ja, sehr schön. Haben wir's. Und ein schicken Anzug. Ist das der normale Anzug, den wir sonst auch mal hatten? Bankräuber-Outfit beim Malibu Club erhältlich. Das ist schön, aber das brauchen wir gerade nicht. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen... Ja, fahre ich jetzt mal... Ah gut, den nehmen wir nochmal mit. Tommy, I really enjoyed working with you. Ain't had so much fun since the region nom, pal. Anyhow, if you need anything, you call on me, you hear? I always remember those I served with. And I'm sure I can help you out. You hear? Na klar. Und jetzt haben wir Phil Cassidy auf der Karte. Und dann würde ich sagen, wollen wir in der nächsten Folge auch gleich mal zu ihm? Dann hat das einen schönen Zusammenhang. Haben wir jetzt mit ihm zusammen den Heist gemacht. Wir haben beide überlebt. Und machen dann schön gemeinsam ein paar Missionen. Ich würde sagen, das hört sich nach einem Plan an. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wenn ihr wollt, sehen wir uns doch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.